Hallo ihr Lieben, ich habe heute was richtig, richtig Cooles. Und zwar habe ich mich mit der lieben Sarah von Gossip Girl zusammengetan. Und wir haben gedacht, okay, ganz ehrlich, wir müssen uns mal Tauschpakete schicken. Ich habe das noch nie gemacht und sie glaube ich auch nicht. Aber ich freue mich schon. Das Ganze sieht so aus. Und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Wenn ihr sehen wollt, was ich ihr geschickt habe, dann müsst ihr unbedingt in ihrem Video vorbeischauen. Ich verlinke es euch in der Infobox und auch noch am Ende vom Video. Wir haben uns auch ein paar Aufgaben gestellt. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur irgendwelche Sachen wahllos reingepackt haben. Zum Teil eigentlich schon, aber wir haben uns 6 Aufgaben gestellt. Nämlich etwas Rosanes, etwas, was man im Sommer braucht, etwas Ekliges, etwas, was zu Hause rumliegt und etwas, was man immer nutzt und was zu knabbern. Und ich bin sehr gespannt, was sie sich da so ausgedacht hat. Ich würde sagen, wir starten mal direkt und machen das Ganze auf. Es ist ein Karton. Wow! Und das Ganze machen wir nochmal auf. Ich habe hier mal was vorbereitet, nämlich eine Schere. Und mit der stechen wir hier mal rein. Oh. Also das Geschenkpapier finde ich ja schon mal sehr schön. Ich habe es jetzt hier mal aufgemacht und mal gucken, was hier so drin ist. Also, das Ganze sieht so aus. Ich bin schon sehr gespannt. Wir fangen mal an mit einem Brief. Oh, ich mag Briefe immer gerne. Oh, wie cool, so mit Farbverlauf. Richtig cool. Liebe Maren, endlich habe ich es geschafft und dein Tauschpaket fertig gepackt. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir und du kannst was damit anfangen. Los geht's. Also starten wir mit erstens. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, etwas einzupacken, was wir immer benutzen. Und das hier benutze ich nach jedem Haarewaschen seit 5 Jahren. Okay, ich bin gespannt. Oh, das Papier ist richtig schön. Also, bin ich aber gespannt. Oh, ich liebe Geschenke auspacken so sehr. Okay. Also, wir haben hier Schwarzkopf, Glisskur, Hair Repair, Liquid Silk, Express Repair Spülung. Coolo, das ist richtig cool. Also eine Spülung, die ich quasi nach dem Haarewaschen reinsprühe in meine Haare. Und... Oh mein Gott, das riecht so genial. Okay, also Leute, ich übertreibe wirklich nicht, ne? Aber dieser Duft, das ist so, oh mein Gott, so sollen meine Haare für immer riechen. Okay, also, oh Gott, das finde ich schon mal richtig cool. Außerdem habe ich eh eine Spülung gebraucht, weil ich habe zurzeit keine. Und die werde ich sehr gerne mal testen und ausprobieren. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wie meine Haare dann duften werden. Zweitens, die Aufgabe, etwas Rosanes zu finden, war leicht, aber die Auswahl fiel mir schwer. Darum ist das hier etwas Rosanes, was ich mag. Oh, rosa und... Oh. Okay, coolo, Tic-Tac. Oh, ist perfekt für die Uni. Ich werde die mal testen. Ich kenne die Rosanen nämlich noch gar nicht. Mmh. Okay, sehr schön. Drittens, und das hier ist etwas Rosanes, was ich noch nie benutzt habe, aber schon immer mal testen wollte. Dann bin ich ja mal gespannt, liebe Sarah. Ah, Baby Lips in Rosa. Sehr cool. Ich habe nur so andere Baby Lips. Ich hab die blauen und noch so eine andere Farbe. Ich glaube, gelb oder sowas. Denn Baby Lips sind eh immer gut. Also, ich meine, ich bin ja eh ein Lippenpflege-Junkie. Deswegen muss das einfach immer sein. Ja, sehr cool. Also... Duften tut er schon mal sehr gut. Ich habe jetzt leider gerade so einen mega festen Liquid Lipstick drauf, der leider nicht so einfach abgeht. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mal testen und auf Snapchat dann mal tragen. Dann seht ihr das mal. Dann viertens. Dieses Produkt habe ich extra ausgewählt, weil ich glaube, dass es zu deinen Haaren passt und sie noch schöner macht, wenn das überhaupt geht. Oh, du bist ja süß. Sehr lieb von dir. Ich werde nach der 4 suchen. Ich bin gespannt. Oh, das sieht schon mal richtig cool aus. Garnier Frucht, die ist Oil Repair 3 Wunderbutter. Okay, das ist eine Wunderbutter und zwar... Ah, Cremekur zum Ausspülen. Okay, also auch wieder so eine Spülung in der Art, aber für unter der Dusche und zum Ausspülen. Okay, also das riecht auch sehr gut. Meine Haare werden, glaube ich, jetzt für immer mega gut riechen. Dankeschön, Sarah. Also es riecht wirklich sehr gut und ich bin sehr gespannt. Ich mag ja so Haarkuren und sowas so gerne, ne? Alles, was für Haare ist, liebe ich einfach und ich freue mich schon sehr, die mal auszutesten. Lange habe ich in meinen Schubladen gesucht, was hier noch rumliegt und was ich entbehren. Musste gerade googeln, wie man das Wort schreibt, haha. kann. Und ich denke, das hier könnte dir gefallen. Ich bin gespannt. Ist was Kleines? Ich bin gespannt. Ein Nagellack, glaube ich. Ein Essie-Nagellack. Richtig cool. Was für eine Farbe ist denn das? Ah, hier. Island Hopping. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe. So ein, ich kann es schwer beschreiben, so ein, ich weiß nicht, so ein mauviges Lila. Ich finde es auf jeden Fall mega cool und ich mag so im Sommer eh so Pastelltöne. Und das ist schon für mich so ein bisschen Pastelltonik, Tonik, wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool und gefällt mir sehr gut. Werde ich auf jeden Fall mal demnächst auf meine Nägelchen
schmieren. Sechstens, das fiel mir einfach in die Hände und ich fand das ganz witzig. Viel Spaß beim Entspannen. Okay. Oh, okay. Oh. Ist das eine Badekugel? Kann das sein? Eine Badesalzkugel. Ja. Mit Rose. Oh, oh, geil. Ich habe ja ungefähr keine Badekugeln, weil ich weiß auch nicht, ich kaufe mir sowas nie. Und ich dusche eigentlich auch öfters, aber baden tue ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und mit einer Badekugel macht das Ganze natürlich noch viel mehr Spaß. Und vor allem, wenn sie so gut duftet. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, die mal auszuprobieren. Nummer 7. Wir haben uns als Aufgabe gestellt, etwas Ekliges zu kaufen, was wir selbst eher nicht benutzen würden. Dieses Produkt klang richtig irre. Wie findest du es? Okay, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich weiß echt nicht, was das ist. Also es ist auf jeden Fall ein Duschgel oder so. Duschgel, Bananeneis. Intensives Dufterlebnis. Bananeneis-Duschgel. Hä? Was? Es kann natürlich nicht nur Banane heißen. Nein, es muss Bananeneis sein. Das ist natürlich sehr wichtig. Okay. Also, es riecht auch nur dezent künstlich. Also wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Also, etwas Ekliges. Ja, doch. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Es riecht halt extrem künstlich. Also wirklich sehr, sehr künstlich. Ich werde es, glaube ich, trotzdem mal ausprobieren. Vielleicht zuerst als Seife, um es mal so zu testen. Also es riecht jetzt nicht so besonders genial, ne? Das muss man schon sagen. Aber auf jeden Fall total krass. Also Bananeneis-Duschgel, so was? Hä? Nummer 8. Für den Sommer habe ich dir ein Produkt eingepackt, was ich immer benutze. Ab in den Kühlschrank damit und wenn du dich in die Sonne legst, einfach immer mitnehmen. Psst. Ich weiß, du hast Sommer. Bald hast du es geschafft. Ja, ich mag den Sommer nicht besonders. Auch wenn ihr mich jetzt hasst, aber ich mag ihn wirklich nicht. Oh, blau ist schon mal sehr gut. Ah, oh, cool, ja. Sowas mag ich richtig gerne. Das ist nämlich ein Aquaspray, also ein Wasserspray, was man sich quasi so sich vollsprühen kann. Oh mein Gott. Oh, und es duftet richtig gut. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Es duftet echt gut. Mega geil. Und man ist halt richtig erfrischt. Das war jetzt nicht mal im Kühlschrank und ich bin trotzdem erfrischt. Das ist schon mal sehr cool. Neuntens, was zu knabbern habe ich dir auch besorgt. Und das ist ein super leckerer Snack, der auch noch gesund ist. Erdbeer, freche Freunde, knackige Fruchtstückchen. Erdbeerstückchen. Geeignet ab ein Jahr, steht hier drauf. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Ich glaube, das kann ich schon essen. Okay, krass. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Oh. Also Erdbeeren prinzipiell mag ich ja. Bin ich aber gespannt. Die sehen aus wie so Erdbeerscheiben eigentlich. Mhm. Schmeckt interessant. Schon süß, aber auch ein bisschen sauer. Also wie eine trockene Erdbeere, aber halt irgendwie anders noch. Gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir noch 10. Auch das Produkt kannst du knabbern, aber ich glaube, es schmeckt dir nicht. Okay, was könnte das sein? Na, wie witzig. Riesenknochen von Pedigree. Wer es nicht weiß, ich habe 3 Hunde. Und die werden sich sehr darüber freuen, glaube ich. Vielen Dank. Ich bedanke mich im Namen von Alf, Annabelle und Gary, denn die werden sich nachher erstmal darauf stürzen, denke ich. Richtig cool auf jeden Fall. War lustig. Und dann hat sie unten noch geschrieben, ich hoffe, dir hat das Paket gefallen und ich bin super gespannt, was du mir geschickt hast. Liebe Grüße auch an deine Hundis, Sarah. Sehr cool. Also mein Highlight waren ja eindeutig die Pedigree-Riesenknochen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Nein, Spaß, aber richtig cool. Also ich bin begeistert. Ich fühle mich hier gerade wie an meinem Geburtstag und an Weihnachten, weil ich liebe es, Geschenke auszupacken. Ich liebe es so sehr. Und ich hoffe, dass du dich auch auf mein Paket freust, Sarah. Und ihr solltet jetzt mal schnell zu Sarah ins Video klicken und mal gucken, was ich ihr geschickt habe. Denn ich habe mir da auch sehr viel Mühe gegeben und ich finde es eigentlich schon ganz cool. Mein Paket hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sarah. Richtig cool. Ich werde mich jetzt, glaube ich, den ganzen Tag mit diesem Wasserspray einsprühen. Weil es einfach der Burner ist. Oh Gott, ich liebe sowas so sehr. Wenn ihr öfters mal solche Tauschpaket-Videos sehen wollt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu hier seid, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Musical.ly und so weiter und so fort. Findet ihr alles in der Infobox verlinkt, genauso wie mein Vlog-Channel. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!